Kurznachrichten. Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Wieder ist Sonntag hier in der kleinen Audiodatei. Kultursonntag sozusagen. Ich habe mich gesetzt ein weiteres Mal an die Diskothek. Der Anlass ist ein guter. Es gibt Friedenslieder. Zuvor aber sozusagen das Wort zum Sonntag. Unser Kollege Jürgen Eber. Europe Alternative Music. Eben lese ich, dass zack immer Mann sich empöre über Papstes Friedensappell. Sie schäme sich als Katholikin. Und warum ist das für mich die eigentliche Nachricht? Die ist Katholikin. Q-O-D. Was zu beweisen war. Mit Otto Reuter gesprochen. Ich wundere mich über ja nichts mehr. Eine weitere Kolumne von Eger später. Jetzt aber Friedenslieder. Los geht es mit der aktuellen Single von Dieter Dehm, ausgekoppelt aus seinem Album Das weiche Wasser bricht den Stein. Video dazu auf YouTube. Und da sieht man Dehm auch mit Willy Brandt beim Einsprechen dieser Zeilen. Das weiche Wasser bricht den Stein. Die Rüstung sitzt am Tisch der Welt. Und Kinder, die vor Hunger schreien. Für Waffen fließt das große Geld. Doch weiches Wasser bricht den Stein. Wir sind die Stärkste der Partei. Und sind wir schwach und sind wir klein, wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Was du willst, geht nicht ohne dich. Drum sag bloß keiner, nicht mit mir. Mensch, komm und schaff dein großes Ich. Mit rein bei unserem Wir. Klar, unser Weg ist elendweit. Noch ältere Bilder fallen mir ein. Nur in Bewegung mit der Zeit siegt jedes Wasser. Es reißt die schwersten Mauern ein. Und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser, das weiche Wasser. Das weiche Wasser bricht den Stein. Das ist die entscheidende Botschaft des Tages. Wir sind auf Kurs. Wir haben Deutschland an der Stelle auf Kurs gebracht und wir müssen Kurs halten. Ich fordere die Freilassung von Julian Assange.
Herr Habeck, wir nehmen Sie beim Wort. Lasst Julian Assange frei, auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Die für ihn gemacht, ist auch für uns gedacht. Sie wollen ihm den Mund zuschmieren, damit wir den Mut verlieren. Es bleibt nur, was widerspricht, was nicht widerspricht, bleibt nicht. Lasst Julian Assange frei, auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Jetzt der frühere Kanzleramtskoordinator Albrecht Müller. Lasst endlich Julian Assange frei. Ich bin André Unko, Freiheit für Julian Assange. Kriegsverbrecher in die Zellen, aber nicht die sie enthüllen. Zur Aufdeckung eines jeden Kriegs, ja, die Welt braucht Regierung. Lasst Julian Assange frei. Dass auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Mein Name ist Kevan Zubisiyawasch und solange Julian Assange hinter Gittern sitzt, kann von freiem Journalismus im Westen nicht die Rede sein. Lasst Julian Assange frei. Auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Ich bin Daniele Gauntor, ich fordere Freiheit für Julian Assange. Lasst Julian Assange frei, auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Auch die Nachdenkseiten fordern, lasst Julian Assange frei. Lasst Julian Assange frei, auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Mein Name ist Florian Barbeek von den Nachdenkseiten und ich schließe mich der Forderung von Annalena Baerbock an. Sofortige Freilassung von Julian Assange. Aha. Eine längst überfällige Freilassung von Julian Assange fordert Dieter Hallervorden. Wir werden weltweit mehr, die für die Freilassung von Julian kämpfen. Hier spricht Oscar Lafontaine. Lass Julian Assange frei. Und jetzt kommt Sigmar Gabriel. Alles spricht für die Freilassung von Julian Assange. Seine Haftbedingungen bisher, sein schlechter Gesundheitszustand, aber auch die Tatsache, dass US-Präsident Barack Obama von einer Strafverfolgung abgesehen hat. Es wird Zeit. Lasst Julian Assange frei. Mein Name ist Paul Brandenburg und ich fordere die Freilassung von Julian Assange. Mein Name ist Ulrike Gero und in meinen Augen ist der Fall Julian Assange der Offenbarungseid der Demokratie. Auch wir vom Westend Verlag, lasst Julian Assange frei. Ich bin Professor Michael Hartmann, Freiheit für Julian Assange. Mein Name ist Jens Fischer-Rodrian. Ich fordere die sofortige Freilassung von Julian Assange. Ich bin Patrick Barb und ich fordere die Freilassung von Julian Assange, der vor unseren Augen hingerichtet werden soll. Freies Denken, freie Rede. Freiheit für Julian Assange. Guido de Gierig, auch da ist Dieter Dehm führend mit dabei gewesen. Jetzt Tino Eisbrenner, er nimmt teil an einem Projekt aus Bulgarien für Aljoscha. Летели в поле пороша, Ильгулки ливни шумят. Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша,
стоит над горою Алёша, Болгарии русский солдат. И сердце по-прежнему горько, по-прежнему горько. И сердце по-прежнему горько, что после свинцовой пороги из камня его гимнастерка. Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги. Немало под страшною ношей, под страшною ношей, немало под страшною ношей легло безымянных парней. Но то, что вот этот Алёша, но то, что вот этот Алёша известно Болгарии всей. Долинам покоем объятым, покоем объятым. Долинам покоем объятым ему не сойти с высоты. Цветов он не дарит девчатам, девчатам, девчатам. Цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы. Привычный, как солнце и ветер, как солнце и ветер. Привычный, как солнце, как ветер, как в небе вечерним звезда. Стоит он над городом этим, над городом этим. Как будто на городом этим, вот так и стоян он всегда. Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша? Белеет ли в поле пороша, иль гулки ливни шумят? Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша. Стоит над горою Алёша, Болгарии Руси солдат. Sie kennen meine Meinung. In der Sache des Friedens müssen alle Friedensbereiten zusammenstehen können. Und drum jetzt gerne Fredi Ritsche vom Kompaktmagazin, Schauspieler, Satiriker, aber auch Liedermacher. Sein unendliches Friedenslied. Es kommt der Tag, da wird kein Kind mehr weinen, fließt keine Träne mehr und auch kein Feindesblut. Und dieser Tag, der bringt für immer Frieden. Es gibt nichts Böses mehr oder es wird alles gut. An diesem Tag hat selbst die Zeit ein Ende, weil niemand da ist, der die Uhr noch lesen kann. Und dieser Tag, wenn alle Uhren stehen, den streicht auch niemand sich mehr im Kalender an. Es kommt der Tag, da fallen alle Bomben, es weint kein Kind mehr, weil es keine Kinder mehr gibt. Und diese Bomben, die da fallen, sind so gefräßig, dass jede Hure und jedes Haus in Asche liegt. Es kommt der Tag, die Welt gehört den Kakerlaken. Die Strahlung stört sie nicht, sie fressen auch kein Korn. Doch mit der Zeit mutieren sie und werden Menschen. Und dann beginnt mein kleines Friedenslied von... Hallo, hier ist Dirk Zöllner, hier ist Radio Marabu, Europe's Ultimate... Wie wird es ausgesprochen? Alternative Music. Ich hab's nicht so mit Englisch. Also, Europe's Alternative Music. Mensch, du darfst jetzt schweigen, musst nicht Flagge zeigen, nicht Partei ergreifen, du musst dich nicht versteifen. Du bist nicht der Krieg, du bist nur sein Fressen. Wenn er dich verdaut hat, wird er dich vergessen. Mensch, du musst nicht glauben dem Gesicht,
sagt nur sein Fressen. Wenn er euch verdaut, sagt, wird er euch vergessen. Scholle, du bist nicht der Krieg. Der Krieg im Großen, der Krieg im Kleinen. Eine passende Kolumne noch zum Abschluss von unserem Kolumnisten Jürgen Eger. Egas Worte. Bla, 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 bla. In Gitarre X auf Marabu. Hübsch, was RT meldet. Berlin. Mann am Checkpoint Charlie. Erschossen. Ganz ohne Schutzwall, ohne Stasi oder andersherum. Mit Schutzwall wäre gerade diese Erschießung wohl nicht passiert. Komisch, wie anders das berichtet wird als die Todesfälle an der DDR-Staatsgrenze, die sie damals berichtet haben und bei Bedarf ab und an aus dem Zauberzylinder des Vergessens ziehen. Wenn ein FOPO oder ein DDR-Grenzer den erschossen hätte oder man die Erschießung dem Putin anhängen könnte, so dürfen wir wetten, mit bester Gewinnchance, morgen, spätestens übermorgen, ist der Tote schon Nachrichten wie einordnungsvergessen, während Putin Opfer Wochen bis Jahre lang rauf und runter gelabert werden, wie früher die Maueropfer, so Funst, Völkerprogrammierung. Menschen, tote Menschen, sind nicht dasselbe wie Menschen, tote Menschen. Es kommt immer darauf an, ob sie den Propagandisten in den Kram passen. Und das nennen die dann Pluralismus, Freiheit, Pressefreiheit, humanitär, bla, bla, bla. Und nicht zuletzt, was wird an dem Checkpoint eigentlich gecheckt? Warum darf der nicht ehemalig geheißen werden? Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Egas Worte auf Marabu in einer Woche mehr. Ich habe den Beitrag genannt, der Mann vom Checkpoint Charlie, Jürgen Eger. Heimat meine Trauer, Land in dem Erschein. Heimat, heißes Eisen 2024. Deutschland, meine Trauer, du mein Fröhlichsein. Unsere Kultur. Meine sehr verehrten Auferstandenen und Auferstandenen, Don, wir haben den 31. März 2024, Ostern. Und ich hoffe, Sie sind nicht nur auf R, sondern auch auf G standen nach der Zeitumstellung. Laut einer repräsentativen Umfrage der Krankenkasse DAK hat ein Drittel der Deutschen nach der Zeitumstellung mit körperlichen oder psychischen Problemen zu kämpfen. 76% fühlen sich schlapp und müde, 59% klagen über Einschlafprobleme und Schlafstörungen. Jeder Zehnte leidet nach der Zeitumstellung sogar unter depressiven Verstimmungen. Es berichtet die Berliner Morgenpost. Das Hamburger Abendblatt informierte, ab wann wünscht man frohe Ostern? Viele machen es falsch. Nikolausi. Ostern. Mit dem Osterfest endet die Passions- und Fastenzeit und es beginnt die österliche Freudenzeit, die 50 Tage dauert und mit Pfingsten endet. In der Nacht von Karsamstag und Ostersonntag bringen Osterkerzen Licht in die dunklen Kirchen. Ab dieser Osternacht wünscht man sich frohe Ostern. Also, wir wünschen uns jetzt frohe Ostern. 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 Der Papst ruft zu Freude und Hoffnung auf. Er feierte die Osternacht mit etwa 6000 Gläubigen im Petersdom. Gestern bereits formulierte ich die Herstellung des medialen Zusammenhangs zwischen dem Wunsch nach Frieden und Naivität, zugebend, dass derartiges weit außerhalb meiner schlimmsten Vorstellungskräfte liegen, ich derartiges nach meinem Wertekanon eigentlich als rechtsextrem einordne. Mir auch sicher bin, in den 90er Jahren wäre das auch in der BRD, in der damaligen BRD, ebenso eingeordnet worden. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Über die Ostermärsche berichtet die Tagesschau. Laut einer vorläufigen Übersicht des Netzwerks Friedenskooperative gingen bundesweit mehr als 10.000 Menschen auf die Straßen. In Stuttgart waren es etwa 2.000, Bremen 1.000, Köln 700, München 500, Wiesbaden 800, Hannover 630, in Niedersachsen
150 Demonstrierende vor dem Gelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Erwähnt auch Duisburg, Saarbrücken, Leipzig, Kassel. Der Sprecher der Friedenskooperative, Christian Goller, zeigte sich zufrieden mit den Teilnehmerzahlen. In Köln warnte die linken Bundestagsabgeordnete Katrin Vogler vor einer Militarisierung der Gesellschaft. Die Theologin Margot Käßmann bekräftigte ihre Forderung nach einer diplomatischen Initiative zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Nur noch mehr Waffen brächten keinen Frieden. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die klare Haltung zu Taurus schätzt. Wenn man die Kontrolle haben will und es nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Irritierten mich doch die Worte des Kanzlers. Der Frieden in Europa beruht seit vielen Jahrzehnten auf einem ganz zentralen Prinzip. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Aber derartiges passiert doch nicht zum ersten Mal. Ich erinnere Zypern oder auch die mit der schnellen Anerkennung einhergehende Grenzverschiebung Kosovo-Serbien und natürlich auch das Verschwinden der innerdeutschen Grenze. Gut, jetzt kann man über den Begriff Gewalt diskutieren. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an die richtungsweisende Wahl im März 1990. Die regelrechte Überflutung der DDR mit Wahlwerbung und Wahlplakaten aus dem Ausland. Die BRD war damals immerhin noch Ausland, habe ich immer auch als einen Akt der Gewalt empfunden. Wohl wissend, bei einer anderen Geschwindigkeit wäre es nicht zu einer Einheit in dieser Art gekommen. Die handelnden Personen wussten das aber durchaus auch. Aber weiter zu Robert Habeck. Kein Verständnis habe ich umgekehrt für jene, die in Putins Staat ein Vorbild für Deutschland sehen, die Putin bewundern, die deshalb jenen, die für ihre Freiheit und ihr Leben kämpfen, die eigentliche Schuld am Krieg geben. Was für ein grotesker Schwachsinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch derartiges glaubt. Wer schreibt einen sowas in die Vorträge? Ich kenne niemanden, der Putins System, was auch immer das sein soll, für Deutschland etablieren möchte. Sehr wohl gibt es eine Diskussion über die Vorgeschichte des Krieges. Diese wird meist unter Unterwerfung, unter die westlichen Begriffsvorgaben wie Angriffskrieg, unbedingte Verurteilung etc. geführt, nimmt sich dadurch selbst die Wirksamkeit. Auch ich bin der Ansicht, ohne eine NATO-Osterweiterung oder unter Einbezug der Russischen Föderation in die NATO, das war mal im Gespräch, hätten wir den jetzigen Konflikt in dieser Form nicht. Und wenn jetzt schnell jemand erklärt, niemand habe Russland versprochen, dass sich die NATO nicht nach Osten erweitert, widerspreche ich, mir hat man das versprochen. Lieber Robert Habeck, hätten wir uns 1990 als attraktive junge Männer getroffen und Sie hätten mir damals gesagt, die NATO wird sich gen Osten ausbreiten, hätte ich Ihnen mit 19, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, dann wird es Krieg geben. Einen großen Krieg. Nicht mehr und nicht weniger. Das war damals eigentlich Konsens. Was Russland in seinem Land treibt, hat uns eigentlich nichts anzugehen. Es wäre eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates. Bei sichtbaren Unterschieden zu den Wertvorstellungen in unserer Welt sind Handel, kultureller und sportlicher Austausch möglich, um sachten Einfluss nehmen zu können. Genau das wird ja mehr oder weniger unterbunden. Woraus ich auch wieder nur ableiten kann, man will Krieg. Wir alle sehnen uns nach einer friedlicheren Welt. Aber das ist auch wahr. Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Frieden ohne Freiheit gibt es nicht. Wie definieren Sie Freiheit, Olaf Scholz? Der Künstler Ralf Schmidt-Falkenberg hat dazu vor über 10 Jahren ein Album veröffentlicht. Er ging der Frage nach, was bedeutet Freiheit eigentlich? Doch die Freiheit schreit, es ist so weit. Als Gegenentwurf sieht Falkenberg die Angst. Ich habe Angst vor der Angst der Menschen, die sie dumm und gefährlich machen. Eine sehr kluge Aussage in dem Titel Auf den Wiesen der Kindheit. Auf den Wiesen der Kindheit ist Freiheit kein Wort. Auf den Wiesen der Kindheit ist Freiheit kein Wort. Falkenberg gab mir dazu ein sehr, sehr drastisches Interview. Das bitte auf der Webseite www.radiomarabu.de suchen, einfach ins Archiv gehen. Ich zitiere heute daraus nichts mehr, da sich Ralf weit zurückhaltender mittlerweile ausdrückt. Ich respektiere das. Auf den Wiesen der Kindheit ist Freiheit kein Wort. Darf man sich nicht auch nach Geborgenheit sehnen? Welchen Wert hat Freiheit, wenn sie mit Kriegen einhergeht? Kann eine Diktatur, die Frieden und Geborgenheit verspricht, attraktiv für Menschen sein? Meine Osterfragen. Nikolausi. Ostern, Ostern. Tausende demonstrieren in Israel gegen die Netanjahu-Regierung. Sie fordern ein Geiselabkommen mit der Hamas. Laut Kairo soll es nun einen neuen Versuch geben für Friedensverhandlungen. Auch hat Netanjahu Druck, ob des Streites über die Wehrpflicht. Pro-palästinensische Demonstrationen gab es in London. Türkei, Kommunalwahl. In die Ukraine, Russland legt mit Angriffen Energieobjekte im Land lahm.
Angegriffen auch ein Militärflugplatz im Gebiet Nikolajew. Ebenfalls verhindert die russische Armee die Rotation ukrainischer Streitkräfte. Die NATO fing russische Flugzeuge über der Ostsee ab, berichtet der ORF, beruft sich auf einen Insider und der Kreml beharrt auf ukrainischer Verwicklung bei dem Anschlag auf die Krokus City Hall. Sahara-Staub war gestern. Ab Mittag war Thüringen in Dunkelheit gehüllt. Heute und morgen zieht dieser ab. Heute ziehen vom Westen Wolken und Gewitter ins Land. Im Osten noch sonnig, wenn der Staub nicht stört. In die nächste Woche geht es stark bewölkt mit Regen und Wind. Zum kommenden Wochenende Wärme. Für den Süden spricht man bis 29 Grad. Das soll dann beendet werden mit Kaltfront und Gewitter. Macher, Alternative Music.